Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 8. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und hat einen Einfluss von Kastra. Diesem Stern Kastra ist ein Dreifachsternsystem. Der Name Kastra kommt von Latein, auch wie Kaserne, und bedeutet militärisch, strategisch, streng, bedeutet auch Technik. Und das beeinflusst die Sonnenenergie und bewirkt etwas auf unserem heutigen Tag. Wir sollen strategisch vorangehen oder Strenge zeigen. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe und hat auch einen Einfluss von Alge Nubi. Diesem Stern Alge Nubi befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und bedeutet die vordere Teil der Löwen. Und weil Löwe hat einen Einfluss auf unserem Selbst, symbolisiert unserem Selbst, unserem Herz auch, weil astromedizinisch ist es zu unserem Herz zugeordnet, das soll im Vordergrund stehen, unserem Herzensangelegenheit und unserem Selbst. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, beziehungsweise in diesem Bereich befindet sich die Sternbild Schlangenträger. Im heutigen Morgenhimmel erscheint Mond bei Jupiter. Und welchen Einfluss bekommt Mond im heutigen Tag? Einmal Bungula. Bungula oder Toliman, so heißt dieser Stern, diese beiden Begriffe kennen wir. Dieser Stern, Bungula oder Toliman, ist die naheliegende Sonnensystem von unserem Sonnensystem aus gesehen. Bei diesem Stern sind nichts anderes als Sonnen. Sogar es wurde auch bewiesen, dass diesem Stern, dieser Sonne, Bungula oder Toliman, sogar Sonnensystem hat, so wie unserem Sonnensystem auch, hat auch die Planeten wie unserem Planet Erde. Dann können wir die Frage stellen, gibt es noch Leben im Universum? Gibt es noch Planet, wo Leben möglich ist? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also Fakt ist, diese Bungula ist die naheliegende Sonnensystem von uns aus gesehen. Und diesem Stern Bungula mit einem anderen Stern, Agena, bilden sich eine Linie. Die eine ist Alpha Centauri, das ist Bungula, und Beta Centauri, das ist Agena. Und die beiden sind miteinander verbunden. Und das Wichtige ist, bei diesen beiden Sternen zu erkennen, dass die beiden Alpha Centauri und Beta Centauri oder Bungula und Agena zeigen in eine bestimmte Richtung. Heißt auch diese Linie wie ein Zeiger, wie ein Uhrzeiger. Und welche Richtung zeigen die beiden? Die zeigen im Kreuz des Südens. Und dieses Sternbild Kreuz des Südens hat eine wichtige Bedeutung. Weil hier in diesem Sternbild befindet sich die Südpol und es ist sichtbar im Südhalbkugel. So wie im Nordhalbkugel kennen wir auch die Nordpol oder Polarstern im kleinen Bild, so ähnlich ist es im Südhalbkugel, das Kreuz des Südens und das Südpol. Diesem Sternbild, Kreuz des Südens, hat eine religiöse Bedeutung, religiös oder spirituell oder sehr mystisch. Und genau in diese Richtung zeigt Bungula mit Agena zusammen und die beeinflussen die heutigen Mondbewegung. Also die Richtung ist
Mal klar, wir sollen Themen uns befassen, religiöse Themen oder die Glauben, Glauben an Gott oder Glauben an die Schöpfung, aber Glauben auch an uns selbst. Das zeigt auch Al-Kenubi im Tierkreiszeichen Löwe und auch an unserem Herz auch mal ernst zu nehmen. Weil das ist die Schatztruhe in unserem Körper, unserem Herz, weil da ist geschrieben die Herzensangelegenheiten. Das kann die Liebe sein, die Partnerschaft, die Liebe zu den Kindern, Liebe zur Familie, Liebe zu Eltern, Liebe zu Kunst, Liebe zu bestimmten Ländern oder Sprache oder Kulturen oder die Berufung oder Hobby. All das, was in unserem Herzen ist, ist eine Herzensangelegenheit. Und das gehört zu unserem Selbst. Also es ist gut, wenn wir diese Schatztruhe öffnen und offen sind, das zu verwirklichen, was in unserem Herzen liegt. Also dann ist die Richtung schon bestimmt. Dazu kommen natürlich religiöse Themen oder Glauben an Gott und auch die spirituelle Richtung, das ist die Ergänzung, weil wir sind ein Teil von dem Universum, wir sind ein Teil von der Schöpfung. Und wie wirkt all das für die einzelnen Tierkreiszeichen? Aber eins habe ich noch vergessen, Jet Prior bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und diesem Stern Jet Prior befindet sich im Sternbild Schlangenträger und das ist die Hand der Schlangenträger, also die richtigen Handlungen, auch die richtigen Entscheidungen und diesem Sternbild zeigt auch etwas, erzählt auch ihre Geschichte. Wer ist diese Schlangenträger? Was übrigens im Ekliptik befindet, wie die Tierkreiszeichen. Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen. Und theoretisch wäre das die 13. Tierkreiszeichen, gehört aber nicht zu diesem Tierkreiszeichen. Aber wer ist dieser Schlangenträger? Es ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt, der Sohn von Gott Apollo. Und dieser Schlangenträger, dieser Asklepios, hat ein Kind gerettet. Das Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios heilte dieses Kind. Und dann kamen zwei Schlangen. Heißt auch Schlangenträger. Der eine Schlange hat die Gift in sich gehabt und der andere Schlange hat die Heilkräuter. Und Asklepios, dieser Schlangenträger, musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt er dieses Kind? Nimmt die Gift oder nimmt die Heilkräuter? Also die Verantwortung war sehr groß. Aber zum Glück hat der Schlangenträger, dieser Asklepios, das Kind geheilt mit den Heilkräutern. Es ist auch das Symbol der Apotheker. Wie wirkt diese kosmische Energie auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben gerade dieses Bedürfnis wahrgenommen werden, Lob, Anerkennung zu bekommen, etwas im Glanz zu bringen. Sie haben gute Einflüsse von außen, die Begeisterung, unerwartete Ereignisse oder ein Geschenk, also auch eine Verbesserung, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Aber es gibt auch Einschränkungen und es betrifft die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Die Wassermann-Geborenen empfinden etwas zurzeit als ungerecht. Kann auch bedeuten, dass sie gerade eine rechtliche Lage haben und es verläuft alles sehr mühsam oder sogar ungerecht. Wichtig ist auch betrachten, dass die Merkurbewegung nähert sich zu absteigenden Mondknoten im Tierkreiszeichen Wassermann und aktiviert etwas in die kommenden Tagen. Und diese absteigende Mondknoten bedeutet alte Karma. Alte karmische Erinnerungen oder Begegnungen sind in der nächsten Zeit möglich. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist alles im Fluss, ist auch ein Heilungsprozess da. In den kommenden Tagen werden aber Einschränkungen da sein oder fühlen sich die Fischengeborenen unsicher oder beengt. Etwas beengt zurzeit die Fischengeborenen, entweder in Partnerschaft
Fühlen Sie sich missverstanden oder nicht ganz frei oder im Arbeitsplatz beengt etwas? Und es ist wichtig, momentan abwarten, weil die kommenden Tage sind nicht optimal, etwas Neues zu beginnen oder etwas zu verändern. Also ein bisschen Geduld noch und dann von etwas befreien und sorgen dafür, dass da Verbesserung da ist. Und dann kommt das auch in die kommenden Tage schon in Form. Für die Fischengeborenen ist auch wichtig wahrgenommen werden. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Aufstieg, gute Einflüsse von außen, unerwartete Ereignisse oder ein Geschenk oder eine Einladung. Sie fühlen sich zwar unsicher, sie wissen nicht, welche Möglichkeiten sollen sie wählen. Hier kommen auch Entscheidungen, wichtige Entscheidungen und sie wissen nicht, so innerlich ist diese Unsicherheit, sie wissen nicht, kommt es gut an oder ist das die richtige Entscheidung. Also diese Unsicherheit ist spürbar. Aber in den kommenden Tagen schon die Bestätigung kommt und auch die Begeisterung. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Werte, die Wertschätzung, das eigene Selbstwertgefühl und Wertschätzung verlangen von anderen. Und das hängt energetisch mit den Finanzen zusammen. Die Stiergeborenen haben gute Chancen, die Finanzen zu verbessern und auch etwas zu gewinnen. Aber in die richtige Richtung sollen sie schauen, auf die Gefühl hören und so investieren. Dann können sie die Finanzen verbessern und das alles in Form zu bringen. Aber nicht vergessen, das eigene Selbstwertgefühl, weil das hängt mit der Finanzen zusammen. Es handelt sich um Werten und energetisch ist eine Verbindung da. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren ist wichtig, das eigene Zuhause. Da finden sich die Zwillingsgeborenen die Ruhe und sie brauchen auch die Ruhe. In den kommenden Tagen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten und auf die Gefühle, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen und im inneren Gleichgewicht, in inneren Ruhe bleiben. Kleinere Veränderungen sind möglich, Kontakte im Verwandten, mit Verwandten oder in vertrauter Umgebung, Einladungen, Besuche, all das. Oder eine Schulung ist auch möglich, eine kleine Reise, Schulungen in vertrauter Umgebung ist die Bewegung und da sind auch die Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die berufliche Situation und das nehmen sie auch ernst. Und sie möchten auch ernst genommen werden im Arbeitsplatz. Bei vielen Krebsgeborenen ist aber auch die Unsicherheit da oder diese Traurigkeit, weil sie bekommen nicht die richtige Anerkennung momentan. Und die Krebsgeborenen haben aber dieses Bedürfnis, etwas zu verbessern. Und sie werden ihre Ideen umsetzen, was die Beruflichen betrifft. Eine berufliche Verbesserung und sie zeigen auch Kraft und Durchsetzungskraft. Wichtig ist, dass sie nicht unsicher sind, weil sie können ihre beruflichen Situation verbessern, das in Ordnung zu bringen und auch bekommen auch eine Struktur im beruflichen Umfeld. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtige Thema Karma und karmische Begegnungen, karmische Liebe. Aber in die nächste Zeit wird nicht nur die Liebe wichtig, sondern auch die beruflichen Situation. Viele Löwengeborenen suchen gerade ihre wahre Berufung und jetzt etwas zu verändern, die Mut und Kraft zu haben, da eignet sich ganz gut die Energiefeld. Die Chancen, Möglichkeiten, dieser Glück da kommt vielleicht sogar Einflüsse von außen, was eine Überraschung ist, unerwartet kommt bei die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig die liebe Partnerschaft, aber sie fühlen sich beengt. Entweder fühlen sich im bestehenden Partnerschaft etwas eingeengt oder sind sie alleine und trauen sie nicht auf anderen zuzugehen. Wichtig wäre aber, von sich rauskommen und Gefühlen zeigen und nicht keine Angst zu haben von diesen Gefühlen, sondern
Das bedeutet auch Mut und Kraft, anderen zuzugehen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen, weil so kommt das in Ordnung. Die Tierkreis zeichnen Wagen geboren, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und die nächsten Tage kommt auch die Begeisterung und auch die Leidenschaft. Sie genießen auch gerade diese Zweisamkeit, genießen auch die Liebe und die, wo alleine sind, haben momentan gute Chancen, jemand kennenlernen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist einiges in Bewegung, aber diese rechtliche Lage oder diese Ungerechtigkeit trifft auch die Skorpion geboren. Es verbessert sich zwar in die Tage und es beruhigt sich auch, aber sie spüren immer noch diese Ungerechtigkeit. Veränderungen, Umbrüche im Leben, etwas Neues beginnen, sind die Chancen da, aber eine gewisse Unsicherheit ist spürbar bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren haben viel in Bewegung, besonders was die berufliche Situation betrifft, weil jetzt haben sie die Chancen, beruflich etwas Neues starten, etwas verbessern, etwas verändern beruflich oder sie zeigen sehr viel Kraft im Arbeitsplatz und dafür bekommen auch Anerkennung und Lob, also sie sind richtig im Einsatz. Sogar ist möglich die Liebe im Arbeitsplatz. Nicht jeder Schützengeborenen verliebt sich im Arbeitsplatz, aber einige trifft das auch, weil in die Liebe Partnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema, ihre Wünsche, Sehnsüchte ernst zu nehmen und es auch verwirklichen, als Ziel setzen. Momentan ist aktuell die beruflichen Ziele oder die wahre Berufung zu suchen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.